Herzlich willkommen zurück zu den Smash Tutorials hier bei Super Smash Bros. Ultimate. Heute geht es um Zero Suit Samus, kurz genannt ZSS. Tja, Samus hatte ihren Anzug abgelegt, um noch schneller zu sein und um noch mehr Combo-oriented zu sein. Denn das ist quasi Zero Suit Samus. Viel schneller und mehr Combo-Potenzial. Ist ein High-Risk, High-Reward-Charakter. Denn ihre Kombos sind wirklich devastating, wenn die treffen. Also mit 2-3 Treffern kann man da schon Kill machen, wenn das Richtige trifft. Aber dazu kommen wir ja später. In diesem Tutorial werde ich natürlich auf die Moves eingehen, auf die Kill-Confirms zu sprechen kommen, auf die Kombos und natürlich am Ende nochmal auf das Neutral-Game. Wie ihr hier sehen könnt, ist Zero Suit Samus extrem schnell on ground. Ihr Run-Speed ist einfach nur heftig. Ihr Dash ist auch richtig gut. Das ist ein sehr, sehr schneller Dash, der auch ziemlich weit travelt. Und über ihre Air-Mobility möchte ich gar nicht erst reden, denn das ist eine der besten im Game. Durch die Down-B bekommt sie halt extra nochmal Movement. Dann kann man so ziemlich jeden Gegner in Luft catchen. Das ist so geil. Und selbst ohne die Down-B ist sie mega schnell in Luft und kann auch sehr hoch springen, wie ihr hier sehen könnt. Das ist halt geil. Sie hat einen Tether-Grab. Was natürlich bedeutet, wenn man den Grab nicht trifft, wird man hart gepunished. Sogar der langsamste Tether-Grab im Spiel, wenn man den whifft. Also hat am meisten Endlag hier, gerade beim Dash-Grab. Es dauert so lange, bis sie wieder was machen kann. Hier, ich drücke so schnell wie möglich, ja. Und jetzt kommt der Jab. Und ihr Jab ist Frame 1. Also schnell, wie es nur gehen kann. Und es dauert trotzdem so lange, bis der Jab kommt. Das ist schon heftig. Also ihr müsst wirklich sicher sein, wenn ihr diesen Grab rauswerft. Entweder nach einem Tech-Chase, auch wenn ihr meint, ihr habt den Gegner jetzt in Schild konditioniert, dann könnt ihr natürlich machen. Oder natürlich als Follow-up nach den ganzen Paralyzern, worauf ich natürlich nur eingehen werde. Dann könnt ihr das machen. Also die ganze Zeit Grabs raushauen und Sinn und Verstand, das ist eben halt nicht so gut bei Zero Suit. Das sollte man nicht tun. Ja. Pivot Grab ist eben halt laggy, Dash Grab ist laggy. Und ja, der Standing Grab hat natürlich weniger Lag als die eben genannten, aber hat genug Lag, um hart gepunished zu werden. Cool, Leute, kommen wir jetzt zuallererst zur Dash Attack. Die Dash Attack von Zero Suit Samus ist kein guter Move, denn sie hat ziemlich viel Endlag. Man kann die Dash Attack aber trotzdem benutzen, wenn der Gegner was gewifft hat und man zum Beispiel auf dieser Distanz hier punishen möchte. Da diese Dash-Tag sehr weit geht, kann man eben als auf Long Range sogar Whiff punishen. Und das ist auch der Sinn dahinter. Und wenn der Gegner jetzt versucht zu landen, na, es gibt ja immer einen gewissen Landing-Lag, wenn der Gegner den Boden berührt, dann kann man auch im richtigen Moment mit der Dash-Tag kommen. Weil die travelt ungefähr die Hälfte der Stage ab. So ein bisschen mehr als die Hälfte der Stage. Was richtig insane ist. Also die Reichweite dieser Dash-Tag ist schon echt bombastisch. Kann man nicht anders sagen. Guckt ihr das nochmal an. Die Hälfte der Stage circa. Gut, kommen wir nun zum Jab. Der Jab an sich ist eine sehr schnelle Option. Frame 1, der schnellste Jab im gesamten Game. Ist eben halt so eine Get-Off-Option. Vor allem, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Neutral Air on Shield gelandet habt, dann gibt es manche Leute, die wollen das dann grabben. Dann haut ihr einfach sofort einen Jab raus. Und ja, der Gegner wird auf Guard gebracht und durch den Jab erwischt. Richtig geil. Könnt auch so ein Dash Dance in den Gegner reinrennen mit dem Jab, weil es ist immer so super schnell. Das ist super. Und wenn ihr ein Schild trefft, dann macht ihr eben halt nur Jab 1 und dasht eben halt wieder weg. Hat so wenig Lag. Oder eben geht für Mix ab. Und macht zum Beispiel sowas. Jab 1 in Grab oder in Pivot Grab. Das ist halt immer ganz geil. Vor allen Dingen in Pivot Grab. Das würde ich euch da empfehlen. Wenn ihr ein Schild trefft. Bringt viele auf Guard. Das kann ich euch garantieren. Aber ja, das ist basically der Jab. Super schnelle, super quicke Option. Könnt ihr Out of Shield benutzen. Und eben halt, um Attacken des Gegners zu besiegen, weil dieser Move ist so fucking schnell und natürlich, um euch selber zu schützen.
Und ihr meint, oh, ihr werdet jetzt gegrabt, weil ihr einen Move, einen Aerial auf Schild getroffen habt, könnt ihr ihm halt danach sofort jabben. Ihr seht ja. Ich lande mit dem Neutral und der Jab ist sofort da. Sofort. Und das ist immer das Geile an dem Jab. Hat jetzt nicht die beste Range, sind 3 Hits insgesamt. Hat keine Follow-Up-Möglichkeiten danach. Aber hey, er ist eh mal richtig, richtig quick, der Jab. Und deswegen ist er nice. Gut, Leute, kommen wir jetzt zu den Tilts von Zyusu Samus. Da können wir jetzt erstmal mit dem Down-Tilt anfangen. Der Down-Tilt ist ein besonders guter Move, denn er kombot. Er kombot in eine Fair. Kann nochmal eine Fair kombon. Das ist basically eine Combo. Down-Tilt, Fair. Down-Tilt, Fair. Saugeil. Gegen Fast-Faller besonders. Und ihr könnt natürlich nachher Neutral Air auch ein Down-Tilt machen und habt dann eben halt diesen Combo-Starter. Das ist zum Beispiel eine Combo. Was man auch machen kann, ist eben halt Neutral Air, Down-Tilt, Fair und dann nach links halten in diesem Sinne und dann eben halt Up-Tilt machen. Das ist auch geil. Aber gut, das hat jetzt nichts mit den Down-Tilts zu tun. Der Down-Tilt an sich hat eine sehr gute Range da vorne. Zero Suit Samus duckt sich extrem. Es ist somit sehr schwer zu treffen, weil die Hurtbox eben mal nach unten geschiftet wird. Bei höheren Prozenten kann man auch Down-Tilts into Reverse Air Rush Backer machen. Gerade wenn die Backer noch fresh ist, kann es dann eben halt an der Edge killen. Und das ist wirklich eine super Sache. Ist keine True Combo, aber wenn der Gegner nicht drauf gefasst ist, dann kann es eben halt zum Kill führen. Das ist ein tolles Mix-Up, wie ich finde. So, ab 40 kommt das in die Up-Air und die Up-Air ist eben mal devastating, denn das führt zu dieser Ladder-Kombo, die legendäre Zero-Suit-Ladder-Kombo, was eben halt auch das Wichtigste ist. Das hier ist das Wichtigste von Zero-Suit Samus, Leute. Wenn ihr das könnt, habt ihr schon mal vieles richtig gemacht mit dem Charakter. Ab 40%, da könnt ihr die legendäre Zero-Suit Samus-Ladder-Kombo machen. Sieht dann so aus. Richtig geil. Das führt dann auch zum Kill. Und das ist das Wichtigste mit Zero Suit Samus. Also wer diese Combo kann, diese Ladder Combo hat schon mal einiges richtig gemacht. Weil das ist wirklich der größte Aspekt, den man können muss von Zero Suit. Diese Up-Air Strings in AB. Aber ja, das war es jetzt erstmal zum Down-Tilt. Kommen wir jetzt zum F-Tilt. Der F-Tilt ist engelbar. Nach unten, nach oben. In mehrere Richtungen eben halt. Dann nach unten engelt. Den F-Tilt, dann kriegt man eben halt so eine Tech-Situation. Und den Tech kann man halt readen. Wenn der Gegner zum Beispiel wegrollt, kann ich für einen Grab gehen. Oder wenn er auf der Stelle da liegen bleibt, dann kann ich Down-Smash machen und kann dann einen F-Smash kombonieren. Ich kann natürlich auch einen Paralyzer machen. Als Tech-Chase. Einfach einen Paralyzer hinterschießen. Und wenn er getroffen wird vom Paralyzer, kann ich auch einen Down-Smash oder eine Abisu rausbekommen. Das ist halt ganz geil. Oder ich kann sogar mit der Side-B versuchen zu Tech-Chasen. Zero Suit Samus hat einige Tech-Chase-Optionen. Ja, und die Side-B kann eben halt dann auch killen. Sorry, dass ich schon so viele Moves vorwegnehme, aber Zero Suit Samus basiert halt auf wirklich vielen Moves auch. Aber ja, dafür ist basically der F-Tilt super schnelle Option halt. Kannst du Tech-Chase führen. Nach oben würde ich es eigentlich nicht engeln. Aber wenn der Gegner halt in Luft ist, kann man versuchen, Luft damit zu catchen, aber da gibt es bessere Optionen, wie zum Beispiel Up-Tilt. Eine weitere Combo, die wir mit dem F-Tilt als Finisher haben, ist eben halt wie folgt diese Combo. Das kann man machen. Weil der F-Tilt ist auch dafür da, um das Neutral-Game zu resetten. Und so wie ich jetzt getroffen habe, ist der Gegner eben halt wieder im Midrange, das Neutral ist resettet und ich habe noch ein bisschen extra Damage gemacht. Das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, ne? Wenn ihr so eine Forward-Air-Kombo gemacht habt, könnt ihr manchmal nach Forward-Air noch einen schnellen F-Tilt hinterher setzen, weil die Range vom F-Tilt echt gut ist. In den Situationen könnt ihr nicht mit dem Jab follow-upen, aber mit der F-Tilt, weil die Range viel besser ist als beim Jab. Das ist so der große Unterschied. Gut, kommen wir jetzt zum Up-Tilt. Der Up-Tilt ist richtig geil, kann man Out of Shield benutzen. Kommt bei Low-Prozent ins Selbst und führt eben halt dann auch zu diesen Ladder-Kombos von Zero Suit Samus. Wie ihr hier sehen könnt. Was richtig geil ist. Ne? Deswegen, ein wahnsinnig gute
Anti-Air-Move. Wahnsinnig gute Out-of-Shield-Option. Der Abzilz. Und natürlich auch wieder nach dieser Combo verwendbar. Ja, so kann man halt extrem viel Schaden machen. Deswegen ist der Abtilt so gut. Die Range nach oben ist eh mal fantastisch und es kommt immer eine Up-Air und eine Up-Air führt eh mal zu diesen Ladder-Kombos. Und ja, das war es eigentlich schon auch zum Abtilt. Benutzt es wirklich, wenn der Gegner nah bei euch ist, um eben halt diese Up-Air-Strings zu starten. Out of Shield und halt zum Anti-Air. Müsst halt aufpassen, wenn ihr es whifft. Es hat schon relativ viel Lag, wobei... Ja, es hat doch schon einiges an Lag. Nicht, dass ihr es whifft und dann hart gepuncht werdet. Müsst ihr halt mit aufpassen. Ansonsten echt geiler Move. Kommen wir nun zu den Aerials von Zeus mit Samus. Fangen wir mit den Neutral Air an. Neutral Air hat Electro-Property, weil es eben halt die Electro-Peitsche ist. Und hat somit natürlich mehr Shields dann. Und auf Max-Range kann es gar nicht gepunished werden. Weil die Reichweite eben halt krass ist. Der Lag quasi gar nicht vorhanden ist. Und es eben halt Elektroschaden hat. Die Neutral Air ist aber auch ein wahnsinnig gutes Combo-Tool. Wie ich euch schon gesagt habe, kommt das in Down-Tilts. Es kommt aber auch in Up-Tilt, wenn man sehr nah dran steht. Das führt eben halt wieder zu den Ladder-Kombos. Wie ihr hier sehen könnt. So, ab 40% kommt das auch in die Up-Airs. Dann hat man eben halt auch wieder die Ladder-Kombo. Ihr merkt schon. Der Reward von der Neutral Air ist eben halt echt sick. Wie man hier sehen kann. Man kann auch bei höheren Prozenten die Neutral Air into Reverse Air Rush Back Air kommen. Das ist besonders geil an der Edge, weil es gilt so verdammt viel. Des Weiteren könnt ihr die Neutral Air auch in eine Down B kommen. Was auch killen kann. Also ihr merkt schon, ihr habt einige Möglichkeiten. Entweder geht ihr für die Ladder Combo. An der Edge könnt ihr aber auch für einen Reverse Air Rush Backer gehen, was super early killen kann, wenn die noch fresh ist. Und Backer killt halt extrem früh. Auch wenn es ein bisschen schwächer wurde, das Knockback im Vergleich zu Smash 4. Ist immer noch ultra stark. Und ihr könnt natürlich versuchen, den Gegner mit dem Boost Kick zu kriegen. Mit der Down B. Versuchen, den Gegner damit zu spiken oder einfach zu killen. Wie man den Boost Kick am besten verwendet, dazu werde ich später noch kommen. Aber ihr merkt schon, Neutral Air führt so ziemlich in jeden Aerial. Ihr könnt es dann natürlich auch im Neutral in der Fair kommen und das geht auch. Muss ich ja nicht sagen, oder Neutral Air into Neutral Air. Das geht ebenso. Ich wüsste nicht, warum man das machen sollte, aber Neutral Air Fair kann man machen, um Damage aufzubauen und den Gegner wegzudragen. Gerade bei etwas niedrigeren Prozenten kann man das halt auch ganz gut machen. Wenn ich jetzt hier einen Neutral Air treffe, kann ich halt meine Fair-Kombo starten. Sieht das so aus. Ist ja nicht schlecht. Ist auch noch eine Möglichkeit. Das sind so alle Möglichkeiten, die man ehemals hat mit der Neutral Air. Kommen wir nun zur Down Air. Die Down Air von Zeus mit Samus ist so ziemlich der schlechteste Move von ihr. Weil, ja, ist zwar mega schnell und so, aber es ist halt sehr punishbar. Ich jabbe so schnell, wie ich kann. Erst jetzt kommt der Jab. Wie man es benutzen kann, ist, wenn man eben halt keinen Jump mehr hat, in Luft ist, der Gegner hat irgendwas unten gewifft, dann könnt ihr natürlich mit einem schnellen Down Air versuchen, das zu punishen. Wenn der Gegner jetzt hier irgendwie was gewifft hat, bumm, Down Air. Und wenn ihr Stock Lead habt, könnt ihr natürlich auch versuchen, den Gegner damit zu spiken. Das funktioniert ebenfalls. Schon ziemlich mächtig. Das heißt, wenn ihr nicht den ersten Frame bekommt, der eben halt viel krasser spiked, so ziehen die späteren Frames auch den Gegner ebenso noch mit runter. Wie ihr gerade gesehen habt. Somit kann man natürlich für die Style-Punkte gehen, wenn man Stock Lead hat. Warum nicht? Will ich euch nicht vorschreiben, dass ihr es nicht machen sollt. Aber nicht einfach so die ganze Zeit mit den Down Air landen, weil das ist wirklich nicht gut, Leute. Versucht da lieber anders zu landen. Ihr habt ja einige Optionen. Ihr habt die Down B, um das Landing zu mix-uppen. Ja, und dann könnt ihr versuchen, mit einem starken Aerial zu landen. Mit Neutral Air, die sowieso safe ist. Oder mit Back Air als Cross-Up. Ja. Haben wir wirklich Möglichkeiten. So, kommen wir jetzt nun zur Forward Air. Forward Air
trifft große Charaktere sogar als Rising Forward Air, wie ihr gesehen habt. Ja, der Falken ist so groß, kann ich Rising Forward Air machen, ich treffe ihn. Gegen kleine Charaktere geht das natürlich nicht. Sollte eh klar sein. Die meisten Charaktere kann man sogar über die ganze Stage drängen. Gegen Captain Falcon, weil er fast vor ist, geht das nicht so gut. Da haben wir aber andere Möglichkeiten. Da kann ich jetzt zum Beispiel Side B machen. Und hab dann mein Leather-Kombo. Das ist halt auch ganz geil. Aber gegen die meisten könnt ihr halt Forward eher in sich selbst kombonen. Das Witzige ist, das geht ja, weil beide jetzt treffen. Jetzt fragt ihr euch allerdings, was passiert, Simmer, wenn man das Fass folgt und nur der erste Hitter Forward Air trifft? Das kann ich euch sagen, das hat nämlich auch Kombo-Potenzial. First Hit Forward Air into Grab ist auf jeden Fall eine True Combo. First Hit Forward Air into Down Tilt ist eine True Combo und dann könnt ihr halt weiter Follow-Ups machen. First Hit Forward Air into Up Tilt, da müsst ihr sehr nah dran stehen, aber es geht dann auch. Habt dann eben halt wieder eure Leather-Kombo. Das werden wir heute noch oft sehen. Ja, ja, daraus besteht Zeus und Samus. Deswegen sagen manche immer, Zeus killt Samus, weil immer jeder Kill so endet. Zumindest fast jeder. Ah ja, das ist basically die Forward Air. Zum Space würde ich es nicht nehmen. Zum Space habt ihr bessere Tools. Nämlich Neutral Air und Back Air. Back Air ist so gut. Super, super gute Range. Mega schnell, kaum Lag. Super safe. Und killt eben halt. Wie gesagt, zum Space nicht nehmen, aber zum Combo. Und eben halt als Mix-Up, so zu überraschen des Gegners. Mal eben halt mal eine Forward Air setzen. Der Gegner natürlich was gewifft hat in der Luft. Kann man natürlich auch damit anfangen. Definitiv ganz nett, der Move. Aber natürlich nicht der beste Move von Zeus zusammen. Damals konntest du in Smash 4 konntest du einfach Downthrow Forward Air machen. Das geht hier nicht mehr. Das ist kein True Combo mehr. Zeus hat so viel Leck. Ich jabbe so schnell wie ich kann. Und erst jetzt kommt der Jab raus. Die haben den Downthrow einfach total gekillt. Deswegen würde ich den Downthrow nie machen. Aber gut, zu den Throws kommen wir ja später nochmal. Kommen wir jetzt ruhig zur Back Air, weil ich die eben schon angerissen habe. Back Air ist ein super gutes Spacing Tool. Mega, 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 mega safe. Und macht extrem viel Schaden und hat extrem viel Knockback. Und bei 0% kommt das hier sogar in Grab. Wie benutzt man die Back Air? Ja, wie gesagt, zum Spacen. Aber ich würde die Fresh halten. Und hauptsächlich nur zum Spacen benutzen, wenn der Gegner hohe Prozent hat. Weil dann killt es eben mal. Wenn jetzt hier mal auf 100% gehen, dann werden wir gleich feststellen, dass die Back Air extrem viel Knockback hat. Ja, in der Mitte der Stage. Boom. Captain Falcon fliegt schon offstage. Und eine weitere Back Air und er ist tot. Ich denke, an der Edge killt das Captain Falcon ein Heavyweight bei 120%. Aber sowas von. Wurde halt ein bisschen genervt und Rage gibt es nicht mehr wie in Smash 4. Trotzdem ist sie immer noch so stark. Guckt euch mal das Knockback an. Das ist halt, wenn die fresh ist. Und wie gesagt, ihr habt halt Down Tilt into Reverse Air Rush Back Air, Neutral Air into Reverse Air Rush Back Air. Und das sind doch definitiv ganz nette Optionen, die man auch hat, um eben mal zum Back Air Kill zu bekommen. Oder? Ich denke schon. Und so benutzt man quasi die Back Air. Kommen wir nun zu Up-Air. Up-Air von Zeus und Samus ist eh mal, wie ihr schon gemerkt habt, essentiell. Für diese Leather-Kombo. Ihr könnt natürlich auch Landing-Up-Air benutzen zum Kombo, wie ihr gerade gesehen habt. Landing-Up-Air, Kombo in Up-Tilt, was dann wieder zu weiteren Up-Airs führen wird. Was ich sehr interessant finde. Und ja, ansonsten, wenn der Gegner über einen ist, ist es besonders gut bei Plattformen. Die ganze Zeit den Gegner hochhalten. So ähnlich wie bei Captain Falcon, die Up-Air. Und ist wirklich super gut zum Juggeln. Beim Landing müsst ihr aufpassen. Es geht gegen kleine Charaktere, by the way, auch gar nicht. Dass ihr das kurz vom Boden macht. Und nicht zu spät machen, weil dann kommt auch keine Hitbox mehr raus. Aber so eben halt. Bei hohen Prozenten killt die Up-Air auch. 150%. Da einen Treffer oben, dann ist er weg. Na gut, so kriegt man meistens die Kills auch nicht. Zumal die Up-Air sehr oft gestaled ist.
durch das hohe Kombo-Potenzial. Ah ja, versucht den Gegner mit der Up-Airs hochzuhalten. Up-Air, Abi. Wie diese Lennart-Kombo im Detail aussieht, kann ich euch jetzt sagen. Weil man muss das schon richtig machen, sonst funktioniert das nicht. Kann man, wie gesagt, mit Neutral Air starten. Neutral Air, Up-Air. Fast voll, Up-Air, fast voll. Up-Air, Abi. Ihr müsst halt fast voll, Leute, sonst funktioniert das nicht. Wenn man es nicht fast voll, sieht das so aus. Moment, jetzt habe ich schon wieder gefasst, Wolf. Dann reicht's nicht. Ihr seht's ja. Dann ist es fast, Wolf. Dann ist es viel effektiver. Dann kriegt man auch eben mal den Kill. Das ist ganz wichtig. Das machen viele Zeus-Spieler, beziehungsweise viele Zeus-Anfänger falsch. Deswegen erwähne ich es nochmal explizit. Eine Sache noch, man kann die Landing-Up-Air auch in der Fair kombon. Oder auch in Reverse Area Spec Air. Das geht auch noch. So kann man natürlich auch einen Kill bekommen. Ja. Sieht dann so aus. Ja, das war's jetzt zu den Aerials von Zero Suit Samus. Kommen wir nun zu den Smash-Angriffen. Oh mein Gott, fangen wir mal mit den Down Smash an. Was ist das für ein Smash-Angriff? Der geilste und coolste Smash-Angriff im gesamten Game gefühlt. Weil normalerweise funktioniert ja ein Smash-Angriff so, dass er killt. Beispiel Forward Smash. Extrem stark, extrem rewarding, wenn man trifft. Und laggy. Der Down Smash von Zero Suit Samus ist das Gegenteil von einem normalen Smash-Angriff. Er hat fast gar keinen Lag und killt nicht. Ich lade jetzt einen Smash-Angriff voll auf, den Down Smash, bei 100%. Und ihr seht, es hat fast gar keinen Knockback. Dieser Down Smash ist nämlich super unique von Zero Suit Samus. Das Schöne ist, je länger ihr den chargt, desto länger ist der Gegner gestunt. Kann man dann natürlich easy in F-Smash kombon. Der Down Smash ist besonders gut an der Edge, um hier eben mal Optionen zu covern. Vor allen Dingen, wenn man den hier benutzt. So covert man die Rolle. Dadurch steppt sie immer ein bisschen nach vorne und so covert man natürlich auch noch die andere Option. Nämlich Normal Getup. Seht ihr das? Besonders gut hier eine Edge zu benutzen. Und Leute, die Edge nicht sofort greifen, wie zum Beispiel Little Mac mit seiner API, Falcon mit seiner API, Rosalina mit ihrer API, die können eben als hier erwischt werden mit dem Paralyzer. Und das ist echt nice. Also, Paralyzer kann man in den F-Smash kombon und auch natürlich in Neutral Air und hat dann seine Neutral Air Follow-Ups. Wie ihr sehen könnt. Des Weiteren könnt ihr natürlich auch Paralyzer hier an der Edge in das IB machen. Kann sehr gut killen bei höheren Prozenten. Oder aber auch in der Down B. Wow. Das ist natürlich auch nice. Also man hat wirklich eine Option mit dem Paralyzer. Natürlich auch Paralyzer into Grab. Je nach Situation würde ich dann eben halt abwägen, was man macht. In meisten Fällen würde ich eben halt für die Neutral Air oder für den Grab gehen, weil da hat man eben halt immer safe in Damage. Bei Neutral Air, bei hohen Prozenten schnell buffert, hat man natürlich auch eine gute Option. Würde ich in der Mitte der Stage machen. Wenn man an der Kante Paralyzer bekommt, dann würde ich für F-Smash oder für Psy-B gehen, weil die eben halt killen können. Oder natürlich auch für die, für die Down-B, für den Boost-Kick. Dann kriegt er entweder einen Spike oder einen Strong-Hit. Und beides kann eben halt fatal enden. Eben mal einen Spike bekommen, jetzt noch einen Strong-Hit bekommen. Dann hat von da hinten fast Captain Falcon nach rechts gekillt. Müsst ihr euch mal geben, wie stark dieser Boost-Kick ist. Ja, und das sind alle Sachen, die man mit dem Down-Smash machen kann. Hauptsächlich an der Edge verwenden, aber... Können den natürlich mal auch aus dem Dash in Neutral auch raushauen. Vor allem, wenn ihr den Grab erwartet, weil der Move hat wirklich so ziemlich gar keinen Lag. Was für ein Smash-Angriff. Echt sehr nützliches Tool, wirklich. Super gut. Ja, kommen wir nun zu den F-Smash. By the way, ich habe was vergessen. Wenn ich jetzt Up-Air mache, dann kann ich das Tool in Down-Smash kommen und krieg dann eben mal einen F-Smash raus. Deswegen, gerade jetzt, wo ich über F-Smash reden will, fiel mir das gerade wieder ein.
Der F-Smash ist hauptsächlich nur da, um zu whiff-punishen. Besteht aus zwei Hits. Ist halt sehr laggy, dauert bis er rauskommt. Aber ihr könnt natürlich nach den Down-Smash den F-Smash benutzen. Oder auch natürlich nach der Paralyzer Gun. Das ist die New-To-B. Da könnt ihr natürlich auch F-Smash machen. Ein weiteres Follow-Up, was ich vergessen habe nach dem Paralyzer, ist eben halt AB. Das kann natürlich auch zum Kill führen, das ist auch noch eine super Sache. Also wie gesagt, man hat da echt einige Möglichkeiten, nachdem man einen Down-Smash getroffen hat, nachdem man einen Paralyzer getroffen hat, um eben halt Follow-Ups zu kriegen. Aber ja, den F-Smash würde ich wirklich nur benutzen, wenn ihr den Gegner paralysiert habt oder wenn der Gegner irgendwas gewifft hat, was ziemlich viel Leck hat, dann könnt ihr natürlich hart punishen damit. Das geht natürlich. Kommen wir nun zu Up-Smash. Der Up-Smash ist echt unique. Holy shit. Er ist extrem schnell, hält den Gegner fest. Der killt nicht. Aber er kombot. Lol, er kombot einfach, Mann. Müsst ihr euch mal geben. Der ist so schnell. Ist auch eine gute Out-of-Shield-Option deswegen. Und ja. Somit natürlich Combo-Bar. Up-Air into Up-Smash ist auch eine True-Combo. Die ihr hier sehen könnt. Und nachdem ihr Upsmash getroffen habt, könnt ihr natürlich wieder die berüchtigte Leather-Kombo, Mann. Wann benutzt man also ein Upsmash? Da Zero Suit Samus so super schnell ist, könnt ihr natürlich, wenn der Gegner versucht zu landen, extrem schnell, anstatt eine Dash-Tag zu machen, mit einem Upsmash dahin rennen und habt sogar noch Kombos daraus. Na gut, bei ganz hohen Prozenten dann nicht mehr. Aber bei Low Prozent. Aber ihr seht, bei 138 killt das nicht mal. Gut, Captain Felling ist Heavyweight und Fast Four. Jetzt hier aber 140 Kills. Ach, für einen Upsmash. Kills schon relativ spät. Könnt sogar Neutral Air into Upsmash machen. Das geht auch und dann könnt somit die Combo starten. Dadurch, dass der Upsmash sowas von schnell ist. Ihr merkt schon, Zeus und Samus hat extrem coole Smash-Angriffe. Erstmal den, der paralysiert, der super schnell ist. Dann der Up-Smash, der eine krasse Range da oben hat, kombot. Und auch in der Combo verwendet werden kann. Und immer halt der F-Smash, der Multi-Hit-Move, der sehr stark ist. Und Feuerschaden hat. Also wirklich sehr unique Smash-Angriffe. Das mag ich auch bei Zero Suit Samus. Also benutzt den Up-Smash als Landing Punish und natürlich zum Anti-Ehren und ja, kombot ruhig danach. Ne? Bis mit Prozent könnt ihr daraus kombonen und das ist, denke ich, eine gute Sache. Kommen wir nun zu den Specials von Zero Suit Samus. Fangen wir mit dem YouTube an. Das ist der Paralyzer Shot. Da empfehle ich euch wirklich, dass man B-Reversals lernt. Aber ohne B-Reversals ist der Move ehemals nur ansatzweise so gut. Aber wenn ich jetzt hier Paralyzer mal, da lässt sich keiner von treffen, Leute. Aber wenn ich jetzt so fake out und dann aggressiv reingehe, dann bin ich erstens näher beim Gegner, zweitens, der Gegner erwartet es nicht und ja, drittens kann ich viel leichter da rauskommen und holy shit. Ich kann teilweise sogar nochmal F-Smash chargen, weil ich so nah dran bin. Aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr mit Zero Suit Samus die B-Reversals lernt. Paralyzer Shot ist gut für Tech Chase. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Forward Chroma. Bumm. Anstatt Down Smash. Ist quasi ein Down Smash auf Long Range. Der eben halt aber nicht so lange stunt. Je länger ich auflade den Paralyzer Shot, desto weiter travelt der Schuss. Wie ihr hier sehen könnt. Und desto länger wird natürlich der Gegner auch paralysiert. Nachdem er paralysiert wurde, könnt ihr natürlich auf Kombos gehen. Das habe ich eben auch gar nicht gesagt beim Down Smash. Könnt ihr natürlich auch bei Low Prozent eine Combo machen. Warum nicht? Aber ja, das ist basically der Paralyzer. Wenn ihr im Neutral seid und der Gegner greift jetzt aggressiv euch an, dann könnt ihr halt so fake outen und dann selber aggressiv zurückkontern. Das ist der Hauptnutzen davon. Gut, nachdem wir das verstanden haben, kommen wir jetzt zur Side B. Die Side B von Zero Suit Samus ist richtig cool geworden in diesem Game. Ich liebe die, die ist viel besser geworden als in Smash 4.
da sie erstens killen kann und zweitens comboen kann. Was, sie kann killen und comboen? Ja, es gibt zwei verschiedene Ausführungen der Side-B. Halte ich den B-Knopf gedrückt, so comboet es. So wird der Gegner über mich geschleudert und ich kann eh mal für Abwehrs gehen. Dann meine Ladder-Kombos wieder. Was richtig geil ist. Wenn ich allerdings loslasse, dann wird der Gegner weggeschleudert. Und das kann bei hohen Prozent killen. Die Side-B ist laggy. Könnt natürlich das so, so aus Luft benutzen. Als Mix-Up. Ne, wenn ihr jetzt hier in Luft seid. Das als Landing-Mix-Up machen. Hat eine gute Range nach vorne. Ist halt punishbar, aber ist ein Netz-Mix-Up. Und an der Edge eben halt. Aber wenn ihr jetzt hier trefft, ist es super stark. Hat Captain Felgen jetzt schon fast bei 100% gekillt. Ich meine ja nur. Ich finde das echt extrem heftig. Und er ist tot. Also die Kill-Power sollte man nicht unterschätzen. Der Move hat. Und ja, wenn er die so im Neutral trefft bei Low-Prozenten, dann geht er eben halt für die Up erst. Ja, manchmal fallen die da leider raus aus der AP, das ist so blöd. Aber ey, ja, das ist quasi die Side-B. Also wir können das natürlich erstmal benutzen als Landing-Mix-Up. Eine Edge zu covern. Und wenn ihr es eben halt haltet, zum Combo. Das war's basically. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja doch, ja stimmt. Ihr könnt es auch als Recovery benutzen. Ist allerdings schlechter als die normale. Sehr, der Tether ist besser, weil er viel schneller rauskommt. Aber ja, Side-B geht auch. Weil das war jetzt Side-B. Kann man sich auch an eine Kante mit festhalten, aber das dauert halt länger. Deswegen würde ich da lieber immer zum normalen Tether raten. Sehr ist ein gutes Stichwort. Sehr in Grab ist eine Combo. So sehr habe ich noch gar nichts gesagt. Das ist auf jeden Fall eine Combo. Kann damit spacen. Der hat wirklich eine gute Range nach vorne. Aber ja, das Einzige, was es wirklich macht, ist eben mal einen Grab sichern. Wie ihr hier sehen könnt. Das ist immerhin schon mal etwas, ne? Kann den Gegner unterbrechen. Könnt halt Sword-Character mit outrangen und besiegen. Ja, wenn die die ganze Zeit in Luft sind und spacen, dann könnt ihr halt mal sehr reinhauen. Zwingt er die mehr grounded zu sein und ein Schild zu zwingen und dann könnt ihr halt wieder für einen normalen Grab gehen. All solche Dinge hat man damit Zero Suit. Kann für einige Conditionings benutzen, um den Gegner eben halt zu konditionieren. Und immer sein Spiel dann durchzuziehen mit Zero Suit. Kommen wir nun zur Down B. Der Kick. Der ist so cool. Wenn ich normal Down B mache, dann springt Zero Suit immer in die Richtung, wo sie hinguckt. Ich kann aber auch, wenn ich jetzt Down B drücke, nach rechts drücken und dann geht sie auch nach rechts. Ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Wenn ich jetzt Down B drücke, springt sie halt nach links. Wenn ich jetzt aber nach rechts drücke, dann kann ich das so ein bisschen beeinflussen und komme eben als nicht so weit, wie wenn ich komplett nach links drücke. Das ist Max Range. Und wenn ich jetzt nach rechts drücke, das ist Low Range. Da ist schon ein Unterschied, ne? Von hier komme ich bis hier. Und sonst halt nur bis hier. Also man kann das sehr krass beeinflussen. Ich zeig's mal gerne hier in die Kamera. So kann man es eh mal beeinflussen. Das ist eine gute Sache, wie ich finde. Drückt mal erneut B. So kommt der Boost-Kick raus. Dieser Boost-Kick ist super stark, wie ihr sehen könnt. Captain Felgen fast gekillt schon, Edge. Unter 100%. Boom. Und Captain Felgen ab 100% ist Omega-Dead. So stark ist dieser Kick. Führt man den Kick nicht aus und ist über den Gegner, so wird er in Grund und Boden gestampft. Da hat man natürlich Follow-Up-Möglichkeiten. Da würde ich euch immer den Up-Smash empfehlen bei Low-Prozent und bei höheren Prozenten, bei Kill-Prozenten eben halt die Up-B. Das sind so die Haupt-Follow-Ups. Natürlich auch F-Smash, der ebenso mal. Aber ja, andere Follow-Ups würde ich da nicht benutzen. Sprich, keine neues B drücken und man ist immer den Gegner. Der Gegner wird gebodied. Drückt mal erneut B
kommt der Boost Kick raus, der extrem stark ist. Und ich kann das Momentum ändern, indem ich ihn mal dagegen drücke. Oder in die Richtung reinhalte und dann komme ich eben mal weiter. Das Schöne daran ist, wenn der Captain Falcon jetzt offstage zum Beispiel ist, kann ich hier Cybeamern. Und kann das eben halt nutzen, um den quasi so zu chasen. Ne? Kann er hier bleiben und den genau abfangen. Und dann eben halt ein Aerial machen. Meistens ist es dann die Back Air. Und das finde ich echt geil. Ich zeig's euch gerne nochmal. So gut. Das müsst ihr machen. Ganz wichtig mit Zyrusus Samus. Holy shit, ist das wichtig. Ihr könnt natürlich auch Forward Throwmon und dann Immediate Boost Kick. Richtig geil. So kann man den Gegner auch chasen. Leute, jetzt wird's bitter. Für alle Leute, die Zyrusus Samus in Smash 4 gemaint haben. Denn wir kommen jetzt zu den Throws und fangen mit dem Down Throw an. Der Down Throw sieht jetzt wie folgt aus. Man hat so viel Lag danach. Die Forward Air ist nicht true. Nur wenn der Gegner mega schlecht DI'd oder gar nicht DI'd. Dadurch, dass man extrem viel Endlag hat nach dem Down Throw, hat man immer keine True Combos mehr. Was ich dann stattdessen lieber mache, wenn ich einen Down Throw mal überhaupt mache, wäre ein Up Smash Chase. Ja. Wenn, dann würde ich das probieren. Aber das Beste ist, den Down Throw nicht zu nutzen. Der Up Throw ist hingegen besser. Weil die Animation kürzer ist und der Gegner versucht schnell wieder zu landen, kann man regrabben und so weiter und so fort. Das ist dann ein bisschen besser. Wenn der Gegner springt, kann man den auch besser catchen. Und die meisten springen auch danach. Wenn ich jetzt einen Up-Throw mache, er springt, kriege ich halt meine Up-Air-Strings, was mega geil ist. Deswegen benutze einfach Up-Throw bis 20%. Bei 20% würde ich Forward-Throw nehmen. Weil der Gegner in eine ekligen Tech-Chase-Situation gebracht wird. Tech-Chase Down-Smash in F-Smash. Man kann auch Tech-Chase mit der Side-B. Kann man dann auch comboen, in die Ladder-Combo natürlich. Wenn ihr B gedrückt haltet. Oder aber, er readet eine Tech-Rolle vom Gegner. Angenommen, er rollt jetzt weg. Dann re-grab ich eben halt. Hab nochmal so eine Möglichkeit. Was sehr geil ist, wie ich finde. Somit merkt ihr schon, dass die Throws alle nicht so toll sind von Zyrusus Samus. Der Backthrow ist eigentlich auch nur für Positioning. Habt ihr ja gesehen, kann man in Boost Kick kombon. Wenn der Gegner nicht drauf gefasst ist und man das extrem schnell ausführt. Ich würde den Boost Kick auch immer mit C-Stick machen, weil dann ist er noch schneller. Na, wenn ich jetzt hier C drücke, ist er viel schneller. Wenn ich Double B drücke, ist er nur so schnell. Und mit C noch einen Tucken schneller. Seht ihr das? Ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Macht einfach den Boost Kick mit C. Wenn ihr mit GameCube Controller spielt. Wenn ihr mit Pro Controller spielt, einfach mit dem zweiten Stick. Gut. Das waren die Throws von Zyrusus Samus. Ich möchte jetzt nochmal kurz was zur Ladder Combo hinzufügen. Wenn ihr jetzt so Up Air Strings habt, könnt ihr natürlich auch Forward Air machen. Wenn ihr Positioning haben wollt und eh wisst, dass die Abi noch nicht killt, könnt ihr natürlich da auch machen. Und wenn ihr mit der Up-Air-Hitbox trefft und der Gegner hinter euch plötzlich ist, könnt ihr das auch in der Back-Air-Kombo. Das wollte ich noch hinzufügen. Eine Sache noch zur Ladder-Kombo. Da passen die Prozente nicht. Ab 40 geht das erst. Wenn ihr wisst, die Abi killt jetzt noch nicht, dann könnt ihr natürlich auch anstatt Abi Forward-Air machen. Für Positioning. Oder aber, wenn der Gegner hinter euch ist und ihr Up-Air-Strings bekommt, könnt ihr es in die Back-Air-Kombo. Das geht natürlich auch in Luft. Das könnt ihr ebenso machen. Habe ich noch nicht erwähnt, deswegen habe ich es jetzt gesagt. Gut, das war basically Zyrusus Samus. Ich denke, ihr habt einen guten Einblick hier bekommen, was man mit ihr machen kann. Man kann mit ihr auch immer neue Sachen herausfinden, das mag ich an den Charakter. Den spiele ich dir auch ganz gerne mal. Aber ja, die wichtigsten und sicksten Sachen habe ich euch auf jeden Fall gezeigt. Wenn ihr das alles beherrscht, könnt ihr auf jeden Fall auf ein Turnier gehen und damit ordentlich absahen. Das ist Zyrusus Samus.
weil das das Wichtigste ist, was man mit ihr können sollte, sag ich mal. Kommen wir abschließend noch auf das Neutral Game zu sprechen. Das Neutral Game von Zero Suit Samus besteht ehemals darin, dass man auf Whiffs wartet vom Gegner, wenn der Gegner was gewifft hat, dass man dann eben halt krassen Reward rausbekommt. Zum Beispiel mit einem Neutral Air oder mit einem Paralyzer. Kann man versuchen zu fake-outen. Hat dann eben halt seine Kombos. Und ihr sollt wirklich möglichst oft probieren, Gegner mit dieser Up-Air zu treffen und über euch zu halten, sodass ihr eben mal mit der Ladder-Kombo richtig Early Kills machen könnt. Des Weiteren könnt ihr auch probieren, den Gegner, gerade wenn Zeus zu Toro-Prozent hat und der ein bisschen nach den Kills fischt, und Smashes spammt, könnt ihr den Gegner zu baiten, was unsafe ist, auf euer Schild zu machen. Wenn der Gegner hohe Prozent hat, könnt ihr ja Beard of Shield machen und bekommt ebenfalls einen sehr Early Kill. In Edgeguard-Situationen Down-Smash benutzen, hier eine Kante, Side B als Mix-Up, ganz wichtig mit Zero Suit. Ansonsten sehr viel Nair-Spacen im Neutral. Nair-Safe on Shield, macht übelst viel Pressure. Könnt Nair und dann Back-Air cross-uppen. Nachdem ihr Nair on Shield getroffen habt, könnt ihr hinterm Gegner cross-uppen und dann für Grab gehen zum Beispiel. Das sind richtig gute Mix-Ups mit Zero Suit. Könnt ihr hin und her dashen, Fake-Outen, Paralyzer-Shots. Das ist noch wichtig zu erwähnen, ihr könnt halt aus dem Dash Down-Tilt machen und habt halt Down-Tilt-Kombos bei Low-Prozent. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Was ihr nicht machen sollt, ist die ganze Zeit ihr Down-B spammen und hoffen, dass ihr den Gegner buddiet. Das ist dumm. So spielt man Zero Suit Samus nicht. Das könnt ihr mal machen als Mix-Up, aber nicht die ganze Zeit spammen. Das wäre bad. Ja, und mit den Grabs halt aufpassen. Im Neutral könnt ihr auch noch hier sehr benutzen, wenn der Gegner sehr oft in Luft ist. Und bei hohen Prozent natürlich Back-Air-Spacing. Back-Air-Spacing ist auch ganz wichtig. Das killt so verdammt früh, dieses Back-Air. Seht ihr das? War unter 100% und das hat schon gekillt. Super safe. Muss man ein bisschen üben, das Timing. Wenn es einmal raus hat, dann kann man das auch easy machen. Kurz vorm Landen, Back-Air. Das macht so viel Druck. Macht auch richtig viel Shield-Damage. Der ist oft auf Schild trefft, der pokt irgendwann durch. Kein Schild ist mehr sicher davor dann. Aber ja, das ist basically Zero Suit Samus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr mich und das Video mit einem Daumen nach oben unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.